Ja! Ja! Ich treffe dich schon noch. Ihr erwischt mich nicht. Ich bin unsichtbar. Volle Ladung auf Felix. Los! Ich gebe auf. Au! Das hat wehgetan. Felix, was ist denn? Wer hat den geworfen? Da ist ein Stein drin. Von uns keiner. Und wer ist es dann gewesen? Komm mit rein, Felix. Dein Kopf muss verbunden werden. Auf! Beeil dich, Sophie! Wir kommen zu spät zur Kirche! Denn euch ist heute der Heiland geboren. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und schön, ich finde die Krippe echt schön. Die Figuren sind ganz alt. Die hat ein Mann geschnitzt, der schon vor langer Zeit gestorben ist. So alt sind die? Und Friede auf Erden. Und den Menschen ein Wohlgefallen. Armer Schneemann. Er ist bestimmt einsam, weil er da draußen so alleine ist. Am liebsten würde ich ihn reinholen. Dann schmilzt er doch. Freust du dich, dass du wieder zu Hause bist? Und wie? Ich habe dieses Bett echt vermisst. Es ist so schön weich und warm. Und am meisten habe ich dich vermisst. Aber dafür hast du eine Menge Abenteuer erlebt, oder? Ja, das ist wohl wahr. Na komm, erzähl! Okay, wo soll ich anfangen? Ach, Felix. Auf Video aufgezeichnet. Sie können es sich hier ansehen. Was hat das alles zu bedeuten? Guck doch mal, Sophie. Das Christkind ist nicht mehr da. Oh. Ein Kriminalfall. Das ist was für richtige Detektive. Mal sehen, was wir herausfinden können. Ah, da ist ja unser Dieb. Hilft uns das auch nicht. Der Täter hat sein Gesicht verborgen gehalten. Oh, was für ein Mensch tut so etwas? Dieses Jesuskind war schon seit Jahrhunderten in unserer Kirche. Und es ist so bekannt, dass man es nicht verkaufen kann. Vielleicht sollte ich eine Belohnung aussetzen. Eine Belohnung? Was war das? Felix, ist das nicht toll? Wir müssen das Christkind finden. Dann kriegen wir die Belohnung. Aber das Einzige, was wir wissen, ist, er hat die Sachen von unserem Schneemann genommen. Und außerdem hat er den Schneemann zertrampelt, der gemeine Kerl. Bestimmt hat er irgendwelche Spuren hinterlassen. Felix, das ist doch die Pfeife von unserem Schneemann. Der Dieb hat also zuerst unseren Schneemann besucht.
ist in die Kirche eingebrochen, hat das Christkind gestohlen und ist dann hier runtergelaufen. Komm! Und wohin jetzt? Da liegt ein Auge von unserem Schneemann. Oh, da liegt ja auch das andere. Und da steht der Strohbesen. Die Gasse hier führt runter zum Kanal. Ist das nicht aufregend, Felix? Wir sind auf der richtigen Spur. Hast du auf deiner Reise auch schon mal so ein Abenteuer wie das hier erlebt? So eins noch nicht. Unser Dieb ist da lang gegangen. Da hinten sind aber bloß noch verlassene Lagerhallen. Ob er sich da versteckt hat? Hier sehe ich keine Spuren mehr. Vielleicht hat der Dieb uns auf eine falsche Fährte gelockt und wir jagen Gespenster nach. Ach ja? Hattest du vorhin nicht gesagt, dass diese Lagerhallen verlassen sind? Irgendjemand wohnt aber hier. Komm mit, das müssen wir uns ansehen. Wir müssen ganz leise sein. Hast du gehört? Erst oben. Hörst du? Irgendwoher kenne ich dieses Lachen. Heilige Sache! Felix, jetzt stecken wir beide aber ganz schön in der Patsche. Ich kann mich langsam nicht mehr halten. Schnell, haltet euch an meinem Schal fest. Na. Schal. Danke, vielen Dank. Hier, du kannst ihn wiederhaben. Ich habe euch zwar das Leben gerettet, aber was heißt das schon? Entschuldigung. Danke. Guck mal, Felix, da ist das Christkind. Ach, wollt ihr das vielleicht auch wiederhaben? Du hast es gestohlen. Jetzt weiß ich auch, wer mir den Schneeball mit dem Stein an den Kopf geworfen hat. Hoffentlich hat's wehgetan. Oh, hat es. Tja... Tut mir leid. Ich hasse Weihnachten nun mal. Alle erleben eine schöne Zeit. Alle außer mir. Ich bekomme noch nie Geschenke. Oh. Verpfeift ihr mich jetzt? Wenn du uns das Christkind gibst, nein. Wir sagen, wir hätten es gefunden. Echt, wahr? Oh, sowas wie mit euch ist mir noch nie passiert. Es ist doch Weihnachten. Und ihr habt es einfach so gefunden, sagt ihr? Wir haben ein paar Spuren verfolgt bis zu den alten Lagerhallen. Und da lag das Christkind dann. Es ist schwer, das alles genau zu erzählen. Das wäre viel zu kompliziert. Oh ja, das verstehe ich gut. Hier habt ihr eure Belohnung. Ein Geschenkgutschein? Den können wir nicht annehmen. Selbstverständlich könnt ihr den annehmen. Es ist mir egal, wie ihr an das Jesuskind gekommen seid. Es ist wieder da und das ist die Hauptsache. Fröhliche Weihnachten. Ich weiß, wie wir einem unglücklichen Menschen eine Freude machen können. Ja. Ein Einkaufsgutschein? Das ist das schönste Weihnachten meines Lebens. Danke. Felix, wo bleibst du denn? Ich bin müde, Sophie. Ich war 4 Monate lang auf Reisen und mein Kopf tut mir weh. Ich warte hier auf dich. Das verspreche ich dir. Ich verlasse mich auf dich. Und falls doch was passieren sollte, klingel ich einfach. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Mm-hmm.
Felix gesehen? Ich habe ihn hier zurückgelassen. In der Verpackungsabteilung? Dann ist er jetzt als Geschenk verpackt. Verpackungsabteilung? Oh, du hast deinen besten Freund verloren. Das ist schlimm. Ach, der schreibt mir bestimmt. Er hat mir immer geschrieben.